Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Codemasters. Ich habe es angedroht, nachdem ihr alle jederzeit bewundert, wie hervorragend ich in den ganzen Simulationen in unserem Kanal mit Fahrzeugen im Gelände umgehen kann, muss ich es einfach spielen. Dirt 4, es ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie auf diesem Kanal. Wenn ihr es selber haben wollt, Link packe ich euch in die Videobeschreibung und in der Regel solltet ihr dann auch ein bisschen was sparen können, wenn ihr es über meinen Link einkauft und ja, without further ado, würde ich sagen, legen wir auch direkt los hier mit Dirt 4. Euch allen viel Spaß, gute Unterhaltung und noch eine Bemerkung vorweg. Ich nehme für mich weder in Anspruch, dass ich guter Rennfahrer bin, noch dieses Spiel in irgendeiner Form beherrsche. Ich möchte, wie bei allen Spielen, einfach nur Spaß haben. Wer das nicht ertragen kann, bitte den Kommentarbereich weiträumig umfahren. Und jetzt gucken wir uns hier, bevor mein Intro kommt, das spannende Intro des Spiels an. So, eine Karriere habe ich bereits angelegt, beziehungsweise ihr seht da oben, ich bin Quereinsteiger, das passt ja auch ganz gut. Habe noch kein eigenes Team gegründet, dazu muss ich erst ein eigenes Fahrzeug kaufen. Schauen wir mal kurz, was denn so ein neues Fahrzeug kostet, ich habe ja keine Ahnung. Für 5000 werden wir wohl, glaube ich, nichts bekommen. Keine leistbaren Fahrzeuge. Ach, guck mal, was hier alles gibt, das ist ja cool, so kleine Buggys auch. In den Kleinanzeigen kriegen wir vielleicht einen gebrauchten. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich erkenne ein Muster. Das heißt, ich nehme mal an, wir müssen uns erstmal hier über Events irgendwie Geld verdienen. Karriere. Kriegen wir über die Karriere Geld oder? Was stand da? Tritt für neue Herausforderungen in Tages-, Wochen- oder Monatsevents an. Okay. Pro-Tour. Oh, mit Winterlandschaft. Community-Event. Du trittst gegen Spieler mit dem Handling-Stil Gamer an. Ach Gott, nee, da muss man gegen andere Spieler spielen. Nee, das will ich nicht. Freispiel, erstelle mit Your Stage eine eigene Meisterschaft und teile Strecken mit deinen Freunden. Ich habe keine Freunde. Dirt Academy, da können wir übrigens lernen, wie wir fahren. Und dieses Spiel ist auch ein guter Benchmark für meinen PC. Bin ich aber gespannt. Gut, wir müssen noch eine Karriere machen. Erstmal, um ein bisschen Geld zu verdienen. Bei einer Rallye fährt ein Teilnehmer nach dem anderen eine Wertungsprüfung. Diese sind unterschiedlich lang, können holprig und kurvenreich sein und bieten verschiedene Oberflächen, wie Schotter, Asphalt oder Schnee. Ich habe ein bisschen Angst. Für den Erfolg brauchst du ein hohes Konzentrationsvermögen. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Beifahrer und Nerven aus Stahl. Ein Event besteht aus einer oder mehreren Wertungsprüfungen, während derer du dein Auto reparieren kannst. Die schnellste Gesamtzeit aller Wertungsprüfungen gewinnt das Event. Ich habe Angst. Dein Ziel ist der Sieg in der weltweiten Rallye-Meisterschaft und ein Platz unter den Besten. Okay, es geht los in Michigan, USA, auf einer Strecke, die so aussieht, als würde da gleich Tumbleweed vorbei kommen. Ich habe die Strecke noch nie gefahren. Meine KI-Schwierigkeit fähig, herausfordernd, anspruchsvoll, hart. Okay, fähig. Neustarts unbegrenzt, jawohl. Automatische Reparaturen würde ich gerne selber machen. Oder? Wir machen erstmal noch alles automatisch hier. ABS-System, automatisches Bremsen, das lassen wir mal alles an. Ich habe ja keine Ahnung. Traktionskontrolle. Ich glaube, die Traktionskontrolle lassen wir mal an. Also kann man hier noch alles während des Spiels, also man muss ihn nicht vorher festlegen, man kann es auch während des Spiels noch festlegen, wie es aussieht. Okay. Und eigentlich können wir jetzt starten. Die Musik, die macht natürlich auch Lust auf mehr, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie geschützt ist, deswegen fürchte ich, ich kann gar nicht weiter aufnehmen und muss erstmal wieder eins hochladen oder so. Ich habe ja keine Ahnung, was momentan für Musik denn Charts ist, wo soll ich das wissen? So, wir haben bewölkt, 14 Uhr Servicebereich haben wir an der Strecke. 10 Meter Höhe, 3 Kilometer Länge und leichter Schotter.
Es ist so wie bei YouTubern, ne? Leichter Schotter. Au, au, au. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, wir dürfen nur 25 fahren. Na, das glaube ich nicht ganz. So, erster Eindruck. Schließt das Event als erster deiner Fahrzeugklasse ab. 1700 kriegen wir dafür. Strafzeit. Schließe das Event mit 4 oder weniger gesammelter Strafzeit ab. Insgesamt kann ich 2,5 Riesen damit verdienen. Hier, Gerol. Gerol im Ford Fiesta R2. Sehr gut. Weil ich habe mich wieder Gada.Rol genannt, sozusagen. So, Wertungsprüfung starten. Wollen wir eine Testfahrt vorher machen? Wir machen eine Testfahrt. 5, 4, wenn ihr euch fragt, welches Lenkrad und so ich habe, das ist ein 2, G27. 1, Link zum links, G29 packe ich in die Videobeschreibung. Das ist dein Nachfolger. Rechts 6. Und links 5. Auf jeden Fall fühlt sich das schon mal sehr geil an. Rechts 6. Überpuffer. Nicht schneiden. Rechts 6. In links 4. Lang. Macht auf. Innenhalb. 150. Rechts halten. Überpuppe. Die Frage ist, ob ich hier irgendwie sehen kann, wie ich im Vergleich zum Wettbewerb liege. 60. Denn für mich habe ich natürlich ein gutes Gefühl mit einer 025715. Die erste jemals in... Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich mit euch gemeinsam hier einen Rennsimulator spiele. Huiuiuiui. So. Fahrzeug tunen. Da können wir jetzt noch paar Dinge verändern hier. Bremsen, Differential, niedrig. Ob er übers Heck kommt oder ne, so eine Sache. Aber da habe ich ja noch keine Ahnung von. Das sollten wir uns vielleicht in Ruhe dann mal anschauen. Ich würde vielleicht auf... Eine Sache würde ich vielleicht machen. Und zwar bei der Dämpfung bei den Federn. Obwohl... Na, ich glaube für... Es sollte lieber nichts ändern, wenn das Split ist. Ich habe keine Ahnung. Wir starten die Prüfung. Komm, jetzt einfach. Muss ich mal was trauen. Los geht's. Ich hab Angst. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links halten, über Kuppe, 60. Ich versuche mich noch ein bisschen zu konzentrieren. Ich könnte jetzt auch wieder irgendwelche geistigen Ergüsse von mir geben, aber. Und links 5, 40, durch Senke. Gerade zuletzt beim Gold Rush Simulator habe ich gesehen, dass es viele Menschen gibt, die wirklich darunter leiden, andere Spiele, ein Computerspiel spielen zu sehen, habe ich den Eindruck. 150, rechts halten, über Kuppe. 110, über Wellen, 60. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden. 100. Oh nee, jetzt kommt hier Suppe. Oh nee, hier kommt links Suppe. 4. Ich will nicht in den Nebel fahren. Rechts 6. Was ich schon gesehen habe, ist, dass der Nebel voll nervig ist, weil man sieht wirklich nichts mehr. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 200, 200 über Wellen, 100. Guck mal hier, ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Nicht schneiden. Oh Gott. Nein, nicht von der Straße. 4, lang, 250. 200 über Wellen. Oh, oh, oh. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Gut, erst. Rechts 5, 40, durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, 200. 200, über Wellen. Da sind natürlich diese Ansagen sehr wertvoll. Also die Kurvenbedeutung von 1 bis 6. Kurze Kurve, langgestreckte, schnelle Kurve, kurze, lange Kurve. Aber das fühlt sich richtig geil an hier. Das fühlt sich richtig gut an. Und jetzt fahren wir zum Marshall und lassen unser Auto konzentrieren. Kontrollieren. Wir sind Vierter geworden. Oh. Ja, durch diese Suppe durchzufahren. Durch diese Suppe durchzufahren. Okay, die Streckenzeit wurde aufgezeichnet. Gute Arbeit. Und unser Auto ist heile geblieben. Was ist denn jetzt weiter und was ist Neustarten? Neustarten ist, glaube ich, dann, dass die vorherige Wertung auch nicht übernommen wird. Und weiter ist noch eine Runde, oder? Nee, weiter heißt... Oh, nee. Okay, das wusste ich nicht. Aber 12 Punkte. Und wir sind im Team Tach Motorsport, was auch immer das heißt.
Tja, kein Geld, aber ohne Strafzeit. 850 bekommen wir und die Beziehung zum Team ist jetzt okay, sagen die. Aber jetzt kommen wir hier noch. Preisgeld, leistungsbezogene Auszahlung, Teamabzüge und aus der Cashkiste 10.000. Und Level up. Und Ruf. Ruf Level up. Puh. Sehr gut. Du hast eine neue Lizenz erhalten und fährst jetzt regional. Das klingt gut. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber es klingt gut. Okay. Nimm so lange an nationalen Meisterschaften teil, bis du genug Events für eine internationale Lizenz bestritten hast. Das ist hier wieder Michigan. Habe ich da was falsch gemacht? Habe ich, glaube ich, nicht, ne? Gibt es da mehr Preisgeld? Ja. Gut. Würde ich sagen, probieren wir es so. Fahren wir noch ein Rennen. Und jetzt wissen wir auch schon, neu starten heißt die Wertung wiederholen, wie es scheint. Und die Musik finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Ich fände es schade, wenn ich die rausschneiden müsste oder die Monetarisierung rausfliegt. Sehr gerne seid natürlich auch angeladen, alle möglichen anderen wunderschönen Spiele in meinem Kanal zu sehen. Wenn euch das gefällt, die hier sprechende Stimme und der fahrende Fahrer. Und ja, liebe Eltern, stellt eure Kinder mindestens 50 Meter Abstand zu jedweden Straßen, die ihr so in eurer Nähe habt. Ohne Fahrzeugbergung abschließen. Ohne Strafzeit einwechseln. Oh Gott. Wir starten direkt. Laut dem Marshall sollte das ein reibungsloses Rennen werden. Einfach konzentrieren. So. Ob wir das hier uns weiterspielen, hängt wie immer ab von euren Kommentaren und euren Daumen. 2, 1, los. Rechts 6, Überpuppe, nicht schneiden. Und ich versuche mal wieder zu konzentrieren. 200 oder wenn, 100. Ich hoffe, jetzt machen wir keine Suppe hier, keinen Nebel. Rechts 5. Und rechts 4, 200. Oh, da bin ich rausgerummt. Oh. Rechts 6, Überpuppe, 80. Das wird möglicherweise nicht die ideale Fahrt. Rechts 6. Und links 5. Also macht richtig Spaß. Force Feedback, es ruppelt, es zubbelt hier. Und ins Wasser. Oh! In links 6. Ich sehe nichts. Rechts 5. Das bremst ganz schön aus. Und links 6. 200. Ob das fair ist, wenn man als Erster durchfahren muss, weil es ja noch tiefer ist. Oder wären wir fast wieder ausgekommen hier? Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 200. Links 4, lang, innen halten. Nicht schneiden. 150. Rechts 4, lang. Mach zu, innen halten. Und links 6, nicht schneiden. Links 6. Geneigte Zuschauer wissen, ich konzentriere mich gerade höllisch. In Welle. Und links 6. Rechts 6, nicht schneiden. Und wählen. In links 4. Und rechts 6, 200. Bis Ziel. Ziel, ich hab Ziel gehört. Okay, bring es zum Marshall. Oh. Mit einer Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten. So hält er nicht. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Boah. Gut gemacht. Die Frage ist, machen die anderen jetzt noch weitere Runden? Finden wir raus. Nee, wir bleiben Erster. Und kriegen natürlich dann das ganze Preisgeld. Oder was? Oder besteht das aus mehreren Teilen? Oh Gott. Mit einer Spitzkehre drin. Das heißt, ich muss mit Handbremse fahren. Oh wei, oh wei, oh wei. La la la. La la. Di, di, di. Na komm. Dirtfish. Los geht's. Schließe das Fahrzeug ohne Fahrzeugbergung ab. Strafzeit ohne Strafzeit. Ah, kriegen wir hin. Und der G-Roll ist momentan auf Platz 1. So mit den ganzen Tunen und Co., das sind alles so Feinheiten, das können wir ja irgendwann mal machen. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Spiel klarkommen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los.
Oh, der hat aber lange gebraucht, um auf Fahrt zu kommen hier. Rechts 6, nicht schneiden. Ich glaube, wir sollten trotzdem. In links 4. Und rechts 6, 80. Ich weiß nicht, wie gut man so eine Strecke auch lernen kann, ob wir nicht vorher immer mal eine Testfahrt machen sollten. Rechts 6 und links 5. Rechts 6 und links 5. 40 durch Senke. Spritzwasser. Rechts 6. Überpumpe. Nicht schon wieder. Ah, ist das ekelhaft. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Das bremst aber auch. Rechts 6, nicht schneiden. Die Realität auch so ist. Kuppe 60. Scharf rechts 60. Posten außen. Links halten, über Kuppe. Links 5, 150. Das hat mit der Handbremse jetzt nicht ganz gut funktioniert. Links 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 200. Da war ordentlich verloren. Links 4, lang, innen halten. Normalerweise slidet man da immer schön rum. Rechts 4, lang. Nehme ich an. Aber hey, wir sind Anfänger. Und rechts 6, 200. Ich bin keine Racer. 200 über Und selbst als solcher 200. Kann man Spaß haben, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wie stark der Rubberbanding-Effekt ist in diesem Spiel. Also das heißt, wie sehr dann die Gegner angepasst werden, wenn man irgendwann mal im Verlauf des Spiels mit den gleichen Einstellungen stärker wird. Bis Ziel. Langsam zum Marshall. Huch. Entschuldigung. Uiuiuiuiuiui. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Das stimmt, es war unschlagbar, denn ich bin Erster geworden. Puh. So war's das denn jetzt? Ja! Gerol hatte gewonnen, 25 Punkte von Elonix Motorsport. Darunter ist Monster Energy Racing. Wir kriegen 900 Krediteinheiten, nochmal 900 Krediteinheiten und nochmal 800 Krediteinheiten. Macht 2600. Und jetzt kommt das Preisgeld. 23.000 plus 2600, 13.000 vom Team abgezogen. Die Säcke. Wir brauchen echt ein eigenes Team. Die ziehen ja so viel Kohle ab hier. Und insgesamt haben wir jetzt 24.000 Credits. Und unser Ruf steigt. Clubman. Unser Ruf steigt nochmal auf Level 4. Einsteiger. Yeah, baby. You wanna dance? Und so weiter. Diese Lizenz hebt dich auf die nationale Ebene. Okay, wir können jetzt also amerikaweit fahren. Aber die Frage ist, können wir uns jetzt theoretisch schon ein Auto leisten? Wir wollen natürlich nicht das erstbilligste kaufen. Aber... Sobald du genug Geld hast, kannst du dein eigenes Auto kaufen. Ja, genau das. Dein eigenes Team erstellen und so den Einsatz weiter erhöhen. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Und das wäre die geile Musik. Die Musik finde ich wirklich irgendwie cool. Und so Karriere ist es nicht, ne? Wo sind das dann? Wettkampf? Mehrspieler? Freies Spiel? Nee, wo ist denn... Da, mein Team. Kleinanzeigen. So, was wollen wir denn für ein Auto haben überhaupt? Ein R2. R2 Basis Gruppe A. Also R2 können wir, Racing 2 können wir schon mal starten oder hier diese ganzen kleinen alten. Das ist bestimmt auch lustig. Was haben wir denn hier? VW, Opel und... Was ist das da hinten? Sieht aus wie eine Renault, oder? Audi. Aktuell fahren wir R2, ne? Da können wir mit dem Opel Adam fahren oder dem Ford Fiesta. Was kosten denn so Autos? Da wollen wir mal gucken hier. Leistungsklasse D. Alles D und die Bremsen sind C. Also das ist ja nun wirklich gerade irgendwie gut. 25, 27.000. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Event fahren. Also, in der nächsten Folge geht's weiter, wenn ihr eine weitere Folge wollt. Daumen hoch, Kommentare schreiben und ja. Empfehlt vor allen Dingen die Videos weiter, das ist echt viel wert, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr sehen wollt, wie ein vollkommen, wie sagt man, unbedarfter hereinstolpert ins Racing-Business, ist vielleicht ja auch nicht ganz interessant zu sehen. Und ich bin mal gespannt,
Was wir dann, ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge schaffen, mit dem eigenen Auto anstellen können. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Spiel selber haben wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Link zu meinem Setup, zu meiner Technik und zu meinem Joystick und Lenkrad auch in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr auch den Brief lesen wollt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.